Hi, ich bin Philipp, das ist Digi-Fernunterricht und in dieser speziellen Folge möchte ich über Delete WhatsApp kurz etwas erzählen und insbesondere ganz klar zeigen, wie man WhatsApp-Gruppen zu Signal transportieren kann. WhatsApp sollte gelöscht werden, weil die damit verbundenen Datenschutzprobleme, insbesondere, dass wer WhatsApp nutzt, Daten von dritten Personen weiterleitet, indem wir die Adressbücher hochladen und also Informationen mit Handynummern von Personen verbunden werden können, die dazu nicht eingewilligt haben. Um dieses Problem zu lösen, müssen wir von WhatsApp wegkommen. Damit wir von WhatsApp wegkommen, müssen wir verstehen, wie das geht und wir müssen auch wissen, wo wir hingehen. Es muss klar sein, dass das Ziel, wo wir uns hinbewegen, dass das wieder ein Standard werden kann, den ungefähr 90% der Menschen auch tatsächlich nutzen können, nutzen wollen. Dieser neue Standard ist aus meiner Sicht Signal. Es muss Signal sein. Es ist eine kostenlose App. Die App ist sicher, die funktioniert, die schützt auch die Daten der Personen, die sie nutzen. Ich möchte also jetzt zeigen, wie man Gruppen aus WhatsApp zu Signal transportieren kann. Und dazu habe ich oben Screenshots eingeblendet. Es geht um die mobile App. Es gibt von Signal Apps für Computer und Rechner. Die können aber eigentlich nicht viel mehr als ein Abbild von der Mobil-App zeigen. Viele Funktionen sind auch eingeschränkt. Deshalb zeige ich zunächst, wie das bei der mobilen App aussieht. Also, was ich als erstes mache, ich gründe eigentlich die Gruppe bei Signal neu. Um das zu machen, muss ich in diesem Fenster auf den Stift drücken. Beim Stift kommt dann dieses Fenster, dass ich eine neue Gruppe machen kann. Ich habe jetzt hier keine Mitglieder ausgewählt, weil ich jetzt hier auch niemanden zeigen möchte, aber Menschen, die bei Signal sind, kann man da auswählen. Dann kann man die Gruppe benennen, ein Titelbild wählen, genau gleich wie das bei WhatsApp auch ist und die Gruppe sieht dann so aus. Wenn ich oben in die Mitte drücke, wenn ich in der Gruppe drin bin, dann erscheint ein Menü, bei dem ich Gruppeneinstellungen vornehmen kann. Das ist jetzt ganz wichtig für den nächsten Schritt. Es geht jetzt nämlich darum, wie informiere ich Menschen bei WhatsApp, dass sie der Gruppe neu bei Signal beitreten sollen. Wenn ich darunter scrolle in diesem Einstellungsmenü bei der Signal-Gruppe, dann kommt Gruppenlink. Auf diesen Gruppenlink muss ich draufklicken. Und dann erscheint dieses Menü, das heißt, ich kann dann aktivieren, dass diese Gruppe über einen Link verfügbar ist. Und ich kann auch wählen, ob neue Mitglieder bestätigt sein müssen. So kann ich sowas wie private Gruppen machen. Dann muss ich keine Angst haben, dass es irgendeinen Missbrauch gibt, dass da wirklich nur die Menschen drin sind, die drin sein sollen. Jetzt habe ich da so einen etwas langen Link, den seht ihr da. Dieser Link kann gekürzt werden. Ihr könnt ihn teilen und dann könnt ihr ihn euch schicken oder kopieren. Und wenn ihr auf so eine Seite geht wie kurzelinks.de, das sieht man jetzt leider nur sehr klein, also die Seite ist kurzelinks.de. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr einen Custom-Link machen, das heißt, ihr könnt einen kurzen Link machen, dem ihr selber einen Namen gebt. Und dann könnt ihr das bei WhatsApp so verschicken. Ich habe das jetzt zugemacht. Also ich möchte gerne diese Gruppe zu Signal transportieren. Bitte tretet der Gruppe bei, das ist der Link. Wenn Leute da draufklicken und Signal installiert haben, dann öffnet sich die Gruppe bei Signal. Ansonsten erhalten sie eine Einladung, Signal runterzuladen. Also es ist völlig problemlos. Ich zeige es nochmal kurz, es ist der Link hier aus der Gruppenlink von Signal, den gebe ich bei WhatsApp weiter. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich sage, einen Monat lang ungefähr werde ich in beiden Kanälen noch aktiv sein und dann werde ich die WhatsApp-Gruppe löschen. So haben alle Menschen genügend Möglichkeiten, um zu wechseln. Und jedes Mal, wenn eine neue Information kommt, sage ich dann auch noch, ich werde bald nur noch bei Signal in dieser Gruppe informieren. Wenn ihr Administratorinnen von Gruppen seid, dann versucht auch diesen Umzug möglich zu machen. Damit ermöglicht ihr allen Menschen, die tatsächlich WhatsApp löschen, weiterhin an Informationen zu kommen und ihr schafft einen Anreiz für die, die WhatsApp im Moment noch brauchen und die da sind, dann trotzdem auch einmal zu Signal zu wechseln und die App zu installieren. Ich danke euch fürs Mitmachen, ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.